Ich wurde einfach von Apple nach London eingeladen. Ich bin aus London wieder zurück. Ich dachte, wir antworten währenddessen mal ein paar Fragen. Manche Fragen kann ich nicht beantworten, leider. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? Hallo! Ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen, weil es geht einfach nach London. Auf ein ganz besonderes Event und ich dachte, ich schau mal, wie viel ich mitfilmen kann und wie viel ich mitfilme, ohne dass es mir vielleicht unangenehm wird. Aber ich freue mich voll. Es ist wirklich so eine krasse Einladung. Ich bin mal voll gespannt, was auf mich zukommt. Ich würde sagen, das ist schon ein gutes Zeichen, oder? Ich sehe ein bisschen fertig aus. Es ist jetzt kurz vor 24 Uhr, aber wegen der Zeitumstellung hier in London ist es ja eigentlich schon eine Stunde später in Deutschland. Das heißt, ich bin so fertig, ich bin gerade erst angekommen. Aber das Hotelzimmer ist so cool und so schön. Ich wollte es euch ganz kurz zeigen, obwohl ich bin gerade wirklich echt müde. Aber jetzt ist es noch aufgeräumt. Deswegen wollte ich es euch jetzt kurz zeigen. Schaut mal, also erstmal das Bad. Wow. Eine Riesendusche. Und schaut auch hier, wie schön vor allem. Guck mal, das ist direkt am Wasser. Voll pretty. Ich hatte ja heute noch Uni, bin voll früh aufgestanden, war gestern und vorgestern den ganzen Tag unterwegs. Deswegen bin ich jetzt echt gerädert und ich freue mich voll, dass ich ein bisschen ausschlafen kann morgen. Und ich bin auch so hyped und so gespannt, was alles passiert. Ich erzähle euch das alles in Ruhe mal morgen. Good night. Hello, guten Morgen. Schaut mal meine Aussicht. Wir sind, glaube ich, direkt an der Themse. Schaut mal, wie schön das einfach aussieht. Wow. Ich habe hier einfach Fotobooth geöffnet, weil hier ist die einzige deutsche Steckdose und ich will mir meine Haare ein bisschen machen. Also, mein Laptop ist ein Multifunktionsgerät. Ich habe nur den Spiegel und der ist super winzig. Und dann dachte ich einfach, ich benutze meine Kamera hier. Dann sehe ich meine Haare viel größer und mache mir meine Haare jetzt so. Schaut mal übrigens, hier sind so richtig alte Videos. Oh mein Gott, was ist das hier alles? Da habe ich fürs Abi einfach gelernt. Ah, das war für irgendwelche YouTube-Videos. Okay, ich bin jetzt einfach ready gemacht, meine Haare. Ich hoffe, die bleiben so. Meistens ist es irgendwie so, dass die Locken nach so ein, zwei Stunden wieder draußen sind. Aber ich dachte mir, weil ich gerade noch ein bisschen Zeit habe, fahre ich jetzt einfach nochmal in die Innenstadt. Gehe vielleicht noch ein bisschen bummeln, laufe da ein bisschen rum, hole mir so ein Joe and the Juice oder so und mache mir nochmal so einen schönen Form. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich ausschlafe nach gestern. Aber irgendwie konnte ich dann doch nicht so lange schlafen und jetzt bin ich schon ready. Schaut mal, das ist übrigens mein Outfit für die Keynote später. Wartet, habe ich euch überhaupt erzählt, was ich mache? Ich wurde einfach von Apple nach London eingeladen und bin hier für die nächsten zwei Tage. Das Coole ist, ich lerne auch mal das ganze Team kennen und später ist auch so eine Keynote und so. Und ich bin mal voll gespannt, was jetzt so die nächsten Tage auf uns zukommt. Achso, und ich bin übrigens auch alleine hier, weil das so ein exklusives Event ist, man halt niemanden mitnehmen durfte oder so. Und eigentlich mache ich oft nicht so gerne so Events, wo ich ganz alleine hin muss. Einfach nur, weil es so schön ist, noch so eine Comfort-Person dabei zu haben. Aber bei dem Event konnte ich nicht absagen. Also wer sagt bitte beim Apple-Event ab? Und ich wurde auch extra von der Uni freigestellt. So lieb, dass es auch geklappt hat. Es ist halt einfach so eine Ehre, überhaupt hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, alle anderen Leute mal kennenzulernen und so. Achso, und das ist mein Outfit. Das soll ich euch eigentlich zeigen. Ohne Spaß jetzt, ich habe so wenig gepackt. Ich bin nur mit Handgepäck geflogen, weil ich mich extra beschränken wollte. Und hier sind so 20 Grad gerade mit Sonne, also eigentlich ganz schön. Und ich dachte, das ist mein Outfit später für die Keynote, weil ich bin mir irgendwie unsicher, wie schick das da ist. Und deswegen habe ich einfach so eine Jeans an, dann Gürtel, diese coolen, sind das Sambas? Also die von Adidas. Und dann einfach so ein basic schwarzes Oberteil und ein Blazer drüber. Ich wollte lieber ein bisschen underdressed als overdressed sein. Ich glaube, ich ziehe den Blazer mal aus, der ist für später. Und ziehe jetzt erstmal die Jacke hier drüber. So, let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe hier jetzt schon das Bändchen bekommen und wir fahren in 5 Minuten los. Ich bin so aufgeregt. That's the look. Sehr casual. Sehe eigentlich immer noch genauso aus wie davor. Ich will nicht zu spät sein, deswegen ich packe euch mal ein. Mal schauen, vielleicht filme ich auch das meiste noch weiter mit meinem Handy.
der nächste Tag. Schaut mal, ich gehe nämlich heute wieder zu diesen Headquarters von Apple. Und heute haben wir nochmal ein Briefing, also zu allen neuen Features, die gestern rausgekommen sind. Ich habe leider nicht so viel mitgefilmt. Ja, ich habe halt viel auf dem Handy mitgefilmt, weil ich da auch Sachen meine Story hochladen wollte und so. Ja, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen doof, wenn ich die Mädels noch nicht so ultra gut kenne und direkt so meine Kamera rausholen auf die Halte, obwohl die es wahrscheinlich gewöhnt werden. Aber das mache ich irgendwie ungern. Ich bin eigentlich in 5 Minuten verabredet zum Frühstück. Ich wollte euch ganz kurz nur noch erzählen, wie es gestern war. Und zwar war ich auf der Keynote und es wurden 2 neue iPads vorgestellt. Einmal das iPad Air und das iPad Pro. Ihr müsst euch unbedingt mal die neuen Features und so anschauen. Ist krass auch, wie dünn das mittlerweile ist, das iPad. Das ist gerade übrigens keine Werbung, ne? Ich bin halt wirklich Apple-Fan einfach. Die haben auch einen neuen Apple-Pencil rausgebracht und der ist halt wirklich richtig nice in der Hand. Ich freue mich voll gerade, für die Uni nehme ich eigentlich immer ein iPad. Deswegen war das schon voll der exciting Launch für mich. Und es war halt auch so besonders, auf dieser Keynote zu sein. Also ich glaube, die ganzen Creator und die Presseleute und so saßen unten bei der Keynote. Und sonst sind das ja eigentlich Bürogebäude von Apple, aber ultra schön. Und das ging dann so seitlich hoch. Und da standen so viele Apple-Mitarbeiter auf den, da waren wie so Balkone, die dann alle runtergeschaut haben. Und alle haben sich gefreut und so. Und es war irgendwie voll die krasse Atmosphäre auch allein. Vor allem, es werden halt auch wirklich nicht viele Leute eingeladen und auch eher so Tech-Influencer, würde ich jetzt sagen. Oder YouTuber auch, die dann so Unboxings machen oder halt Presseleute und so. Und deswegen freut mich das voll, war also richtig cool. Und dann wurden wir danach noch in so ein Content-Studio gebracht und konnten dann halt in Ruhe mal das iPad filmen und so, ohne dass da ganz viele Leute drumherum sind. Es wurde auch so crazy hergerichtet. Das waren so wirklich richtige Studios, so kleine. Und dann haben uns Leute mit dem Licht geholfen und mit allem. Und das waren ja eigentlich nur Instagram-Stories oder so coole ästhetische Aufnahmen für uns. Das war irgendwie auch crazy und richtig professionell noch. Und dann waren wir danach gestern Abend alle hier oben noch in der Hotelbar, haben noch was getrunken, was gegessen. Und gleich gehe ich mit der einen frühstücken, die heißt Adi, die ist eigentlich auch verliebt, noch mit Luisa. Wir Deutschen sind alle zusammen hier in dem Hotel untergebracht. Ab und zu habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Fiebertraum. Alles. Also ich bin wirklich unglaublich dankbar. Es ist 10. Ich wollte um 10 dort sein unten. Ja, das ist übrigens mein Fit für heute. Zara-T-Shirt, Zara-Hose, Sambas. Und ich ziehe dann darüber noch eine schwarze Strickjacke an. Also ganz casual, ganz entspannt. Papa kann ich schon zumachen eigentlich. Weil wir nehmen das Gepäck halt dann mit. Okay, ich auschecken. Oh Mann, ich will eigentlich gerade gar nicht gehen. Das ist schon cool. Noch so ein paar Tage London wäre noch schön gewesen. Hello. Ich bin aus London wieder zurück und es war halt wirklich so eine krasse Erfahrung. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war halt die erste Keynote in London. Deswegen war das auch voll das Riesending, auch für die Presse und insgesamt. Und ich bin richtig excited. Ich muss euch was zeigen außerdem, was ich einfach bekommen habe. Eigentlich launcht das jetzt erst am Dienstag offiziell. Aber gestern kam bei mir ein Paket an mit dem neuen iPad Air. Es ist mit dem neuen Apple Pencil, mit der Hülle. Schaut mal, ich bin jetzt voll ausgestattet. Also, das kam alles an. Vor allem, ich finde es voll cool mit dem Blau. Passt auch gerade zu meinem Outfit zufällig. Hier ist auch dieses Magic Keyboard. Das ist halt auch in der Uni ab und zu echt praktisch, weil ich nehme meinen Laptop dafür nicht extra separat mit. Genau, also ultra, ultra nice. Ich nutze halt mein iPad, das war das hier davor. Das ist übrigens jetzt das größere Modell. Ich habe eigentlich nur das iPad in der Uni benutzt und mein Laptop eher so für Videos und mal für Präsentationen und so. Aber mein iPad, da sind all meine Vorlesungen alles drauf und damit lerne ich auch. Und ich freue mich voll, dass das hier zu haben. Das ist auch echt leichter, obwohl es viel größer ist. Und auch mit dem neuen Apple Pencil. Es hat übrigens keine Werbung oder so, also keine bezahlte. Ich dachte, vielleicht interessiert es irgendjemand. Es hat so eine neue Funktion, dass man hier so pushen kann. Der schreibt auch nochmal anders und so. Also echt richtig nice. Außerdem, beste Funktion überhaupt, man kann den jetzt tracken. Das heißt, wenn man den verloren geht, kann man den einfach orten. Und vorher verliere ich den in der Tasche oder so und dann geht er mal ab. Oder einmal lag der noch in Deutschland zu Hause und dann hätte ich einfach nachschauen können, hätte es einfach gewusst. Die letzten Apps aktualisieren gerade. Ich habe es gerade eingerichtet. Ultra, ultra nice. Das ist übrigens auch das Silberne. Und übrigens, dort hatten auch alle die Handys ohne Hülle,
weil die halt meinten, dass sie das Design nicht kaputt machen wollen, was ich verstehe. Aber ich bin halt so tollpatschig. Mir fällt das halt dreimal am Tag runter. Ich habe ja auch zwei Handys. Eins für so geschäftlichere Sachen oder wenn ich mal mehr filme. Eins privat, aber eigentlich vermischt das auch oft. Ich bin auf jeden Fall voll ausgestattet und ich habe mich ultra drüber gefreut. Das ist halt so eine nice Kooperation. Voll der Life Goal, dass ich einfach mit Apple zusammenarbeiten kann. Also voll die Ehre. Die meinten einfach, wenn man zu Keynote eingeladen wird, die nennen das so goldenes Ticket, weil halt wirklich nur wenige überhaupt die Ehre haben, dazu eingeladen zu werden. Crazy Erfahrungen, die ich nie mehr vergessen werde. Aber ich wollte mir kurz alles machen und dann ein paar Fragen beantworten. Ich dachte mal, ich mache so ein kleines Q&A. Weil es passiert jetzt voll viel. Achso, ganz kurz. Ich bin donnerstags wiedergekommen und hatte freitags noch Uni. Und jetzt habe ich einfach 4 Wochen frei. Und ich habe gestern einfach Urlaub gebucht. Es geht für über 3 Wochen weg. Ihr werdet es eh halt schon gesehen haben, deswegen sage ich es jetzt. Es geht einfach nach Thailand. Ja, ich wollte es halt eigentlich unbedingt nach dem Abi machen, wo ich Zeit hatte. Dann mit Corona hat es nicht funktioniert. Danach hatte ich halt nie mehr so lange Zeit. Also immer nur so 2 Wochen oder so. Oder wenn ich mal länger frei hatte, war ich halt nicht so lange weg. Und ich freue mich voll. Das war relativ spontan mal wieder, wie immer. Entweder es gibt natürlich auch Frühbucherrabatt, aber es gibt auch voll oft so noch die besten Deals am Ende. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, so spät zu buchen. Und ich mache so eine ganze Rundreise und das wird crazy. Und ich muss eigentlich meinen Koffer packen jetzt demnächst, weil es geht für mich in 2 Tagen los. Ich kann es gar nicht glauben. Es wüssten auch nicht mal so viel meiner Freundin und so, weil ich die ganze Zeit zu denen gesagt habe, ja, ich muss noch buchen. Mal schauen, ob es das doch wird. Bei mir ist halt wirklich immer so, dass ich last minute buche und man weiß nie genau, wo es dann bei mir hingeht. Und ich nehme euch natürlich mit. Ich habe auch schon Hotels und so gebucht. Einmal machen wir auch so Glamping, also Campen plus noch ein bisschen cooler. Aber mitten in so einem Nationalpark, also es wird so adventurous. Im Moment passiert wieder so viel. Okay, ich wollte mir mal ein Eis machen und euch mal zeigen, wie das geht, weil ich wollte euch das eigentlich im letzten Vlog schon zeigen. Zeig euch das, dann essen wir Eis zusammen und beantworten Fragen. Ich habe hier von KitchenAid so einen kleinen Mixer, den habe ich mir mal geholt. Der ist auch gar nicht so teuer gewesen, glaube ich. Der ist schon ein bisschen älter, weil da drin mache ich all meine Bowls, weil voll die perfekte Größe. Ich habe hier so Bananen eingefroren und dann nehme ich einfach so ein paar. Ich friere die voll oft ein, wenn wir noch Bananen übrig haben, bevor die braun werden und ich man die nicht mehr essen kann. Dann nehme ich einfach so viel ungefähr. Und ich friere die auch nicht alle zusammen ein, sonst ist es so ein riesen Klumpen und dann bekommt man die nicht mehr auseinander. Dann nehme ich ein bisschen Mandelmilch. Das ist übrigens ein Rezept von Celine Bethmann. Also von der Schwester von Fabi. Ich poste immer voll nice Sachen auf dem TikTok. Also ich habe es ein bisschen abgewandelt, aber... Ja. Nehme ich zum einen dieses Proteinpulver. Damit wird es so voll fluffy. Aber ich nehme davon nicht so viel, weil ich mag den Eigengeschmack nicht so gerne. Ich nehme eine halbe davon. Dann nehme ich noch ein bisschen was von dem Proteinpulver. Ich gehe übrigens auch gleich Paddle spielen, also ist gar nicht mal so schlecht, Proteinpulver zu nehmen. Nur so ganz bisschen. In Vanille, das mag ich mit am meisten. Dann noch Pina Colada. Einfach so einen Löffel. Und dann noch ein paar Leinsamen, weil die einfach gut für einen sind. Man schmeckt die kaum raus. Ich habe so ein bisschen... Und dann mixe ich das schon. Und irgendwann sieht es dann einfach so aus. Also eigentlich auch gar nicht besonders. Aber es ist okay, weil es schmeckt richtig gut. Als Toppings mache ich drüber noch so Granola. Dann ist es nämlich nochmal so ein bisschen crunchy. Und ohne Spaß, jetzt ist es am besten. Das ist von Holy Almond Candy. Ich weiß gar nicht mal, ob es das noch gibt. Ich habe mir damals unglaublich viele Packungen davon bestellt. Es schmeckt so unfassbar gut. Das mache ich auch über all meinen anderen Bowls immer. Falls es das noch gibt, ich weiß nämlich gar nicht, weil ich habe noch 3 Dosen, bestellt euch das mal wirklich. Richtig, richtig lecker. Das sieht dann jetzt so aus, also gar nicht mehr ästhetisch. Man könnte da noch so Bananenstückchen oder so drüber schnibbeln. Ich mache es halt meistens einfach so, damit es schnell geht. Taste Test. Das ist einfach so lecker. Es ist halt nicht irgendwie ungesund oder so. Also naja, okay, mit der Peanut Butter, aber das ist natürlich gesünder als manch andere Sachen. Ich dachte, wir antworten währenddessen mal ein paar Fragen. Bist du aktuell glücklich? Voll die süße Frage. Ja, voll. Ist jetzt weird, wenn ich währenddessen esse? Ja, doch, total. Also es passiert wieder ultra viel. Und ich liebe ja Reisen und ich freue mich da einfach so drauf. Deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Cute.
Was für Projekte gibt es noch, die nie zustande gekommen sind? Wie zum Beispiel das mit dem Buch. Falls ihr nicht wisst, wovon sie redet. Ich habe das mal erzählt gehabt, dass eigentlich so ein Buch in Planung war. Ich hätte eigentlich so ein Buch über meine Internatszeit mit dem Verlag zusammengeschrieben und dann hat es doch nicht geklappt. Ja, doch. Es gab immer mal ein paar Projekte, wo ich mich dann vielleicht doch noch nicht für ready gefühlt habe oder wo es dann einfach doch nicht mehr gepasst hat oder so. Weil voll oft sind ja so Sachen, die man rausbringt, sehr viel Arbeit und es geht nicht mal so schnell. Und neben Studium, Abi, dies, das, ging es halt oft dann zeitlich doch nicht. Kann ich ein Beispiel nennen? Ich hätte mal eine Zahnpasta und so Zahnprodukte zusammen mit einer Brand rausgebracht. Und da war ich, glaube ich, gerade im ersten oder zweiten Semester. Und ich habe mich halt einfach dafür noch nicht bereit gefühlt. Nicht, dass ich jetzt so viel mehr wissen würde. Ich würde auch, glaube ich, jetzt noch nichts Richtung Zahnmedizin rausbringen, weil ich erstmal mit meinem Studium fertig sein möchte. Aber gerade so da dachte ich mir so, okay, ich könnte jetzt eigentlich einfach nur meinen Namen unter diese Zahnpasta setzen oder unter die anderen Produkte. Aber dass ich jetzt wirklich viel weiß wegen dem Inhalt oder ob das gut ist, welche Inhaltsstoffe vielleicht doch besser werden und so, da hätte ich halt keine Ahnung gehabt. Deswegen hat es sich nicht richtig angefühlt. Obwohl es natürlich trotzdem zu mir gepasst hätte und ich meine, die hätten natürlich auch eine gute Zahnpasta rausgebracht, so ist es nicht. Die Marke gibt es auch schon im DM und so. Also, es wäre eh sicher gewesen. Aber ich dachte irgendwie, vielleicht mache ich das ja später irgendwann. Sonst gab es auch immer mal ein paar Anfragen. Aber eine Sache setze ich ja jetzt um. Und das Coole ist, ich mache das nicht in Collaboration, sondern es ist meine eigene Brand dann. Aber es ist halt so crazy viel Arbeit. Und ich sitze da jetzt auch schon seit über ein Jahr dran, also eineinhalb Jahre oder so. Und wir wollten auch schon letztes Jahr, Mitte letzten Jahres launchen. Hat alles nicht funktioniert. Vielleicht kommt ja bald was. Hoffentlich. Ist wirklich so lecker. Manche Fragen kann ich nicht beantworten, leider. Wie lange dauert dein Studium noch, circa? Ich bin jetzt einfach im sechsten Semester, also nochmal sechs. Also es ist genau Halbzeit. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ja, wir studieren zusammen. Also klar teile ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen was von meiner Beziehung, aber um ehrlich zu sein, will ich das halt nicht mehr so präsent machen wie letztes Mal. Einfach nur, irgendwie finde ich mittlerweile, dass ich meine Beziehung jetzt gar nicht mehr so gerne so ins Öffentliche ziehen wollen würde. Vielleicht bekomme ich jetzt immer noch Nachrichten wegen meiner Ex-Beziehung und so. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn so manche Sachen dann doch privat bleiben. Aber ja, er studiert mit mir und er liebt auch Film und so und Reisen. Also es passt ganz gut. Kannst du gute Marken für Bikinis zum Tanning empfehlen? Ich habe euch den letzten Mal schon gezeigt. Der wurde mir zugeschickt und der ist ein bisschen shorty. Der ist von Norm Originals. Muss ich unbedingt einpacken. Aber ich glaube, der ist super zum Tannen. Sonst sind halt Bordeaux-Bikinis auch immer ganz nice. Also welche ohne Träger. Dann bekommt man halt hier nicht diese Tanlines. Top 3 Städte, in denen du gerne mal leben würdest. So schwierig. München, obwohl es natürlich sehr expensive ist, aber ich liebe München. Und sonst wahrscheinlich auch Spanien. Einfach da, wo meine Eltern gerade ihr Haus haben, ist voll schön dort. Was auch krass wäre, wäre so New York oder so. Aber das würde ich halt gerne nur für eine Zeit. Also ich glaube nicht, New York ist ultra busy und es ist auch ein bisschen much auf Dauer. Aber ich glaube, es wäre halt mal was ganz anderes. Deswegen. Oder halt auch irgendwo in Australien, so Sydney oder so. Das wäre auch was ganz anderes. Ich hätte so Lust. Mag es auch mal gerne zu studieren und so. Aber ich freue mich voll, wenn ich noch mehr Zeit habe und noch weniger gebunden bin und nach meinem Studium erstmal einfach länger reise. Also wirklich mal so ein halbes Jahr, Jahr. Und halt wirklich mal länger an verschiedenen Orten wohnen. Ohne Spaß, also ich glaube, mir gibt es immer so viel und ich bin immer so inspiriert, wenn ich reise und neue Orte sehe und von dort aus dann auch arbeite und so. Ich finde das so cool. Deswegen will ich eigentlich dann noch die Zeit nutzen, wo ich irgendwie keine Kinder habe und so, obwohl das noch weit in der Ferne ist, aber wo ich halt einfach noch so ungebunden bin. Genau. Oha, das ist auch eine interessante Frage. Würdest du rückblickend deine Nase wieder operieren? Beziehungsweise bräuchst du das? Ohne Spaß jetzt, ich will das gar nicht verherrlichen oder so. Aber es war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe mit. Für alle, die es nicht wissen, ich habe das eigentlich auch voll öffentlich geteilt. Ich habe da sogar mitgevloggt. Also ihr könnt euch gerne mal die YouTube-Videos dazu anschauen. Ich habe meine Nase operieren lassen, als ich 19 war, glaube ich. Das war bei mir auf jeden Fall direkt nach dem Abi. Also es war die erste Chance, die ich hatte.
und ich bereue es überhaupt nicht. Ich bin so happy. Schaut euch mal mein Seitenprofil an. Ich hatte davor halt wirklich nicht so eine schöne Nase. Ich meine, jeder empfindet es anders, das empfinde ich so. Und ich finde, die hat auch gar nicht zu mir gepasst. Die war halt viel größer und ich hatte hier voll den Hubbel und so. Ich bin so happy, ich habe halt jetzt so eine kleine süße Nase. Ich weiß, diese ganzen Beauty-OPs und das ganze Thema ist auch kritisch. Man sollte sich auch gut überlegen, ob man sowas macht. Das ist natürlich trotzdem ein Eingriff und es kann auch vieles schief gehen, so ist es nicht. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich will jetzt auch nicht lügen oder so. Ich bereue es wirklich kein bisschen. Vor allem halt, wenn ich jetzt alte Fotos von mir anschaue, denke ich mir, war das so eine gute Entscheidung. Ich habe halt auch so viele Fotos gemacht und filme ja auch so viel und habe mich so oft gesehen und das hat mich halt schon immer gestört gehabt, deswegen finde ich es voll in Ordnung. Mein Eis ist leer und ich gehe jetzt gleich Sport machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang der Vlog ist, aber ich hoffe, der hat dir trotzdem auf jeden Fall gefallen. Und ich denke, der nächste Vlog ist einfach aus Thailand. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.